Rauch aus dem Nichts erscheinen zu lassen, das ist für uns Zauberer ein super wichtiges Utensil. Egal, ob man eine Münze verschwinden lässt oder eine Karte in eine andere verwandelt, Rauch macht alles epischer. Nicht immer hat man allerdings seine ganzen Rauchgimmicks dabei, es ist ja kein Alltagsgegenstand. Und genau da kommt das hier zum Einsatz, die brandneue Mistwatch von Hanson Chan Productions. Die ist noch nicht mal auf dem Markt. Diese Uhr produziert Rauch. Ob sie hält, was sie verspricht, ob sie gut verarbeitet ist, ob sie ihren Preis wert ist und ob ich sie euch guten Gewissens empfehlen kann, das erfahrt ihr in endlich dieser neuen Folge. Gimmick Review! Erstmal vorweg, sorry Freunde, ich bin die ganze Woche schon richtig krank. Meine Stimme klingt jetzt also ein bisschen kacke und ich kann nicht Vollgas geben, es tut mir leid. Aber die Mistwatch ist Hanson Chans nächstes großes Projekt. Die wurde mir freundlicherweise jetzt schon zugeschickt, damit ich sie testen kann. Die ist noch nicht auf dem Markt. Meines Wissens nach kommt sie, glaube ich, nächste Woche raus. So, angenommen, wir haben uns jetzt die Mistwatch bestellt. Sie wurde uns zugeschickt. Was ist das Erste, was wir machen? Wir machen ein Unboxing und gucken rein. Kapitel 1, was ihr bekommt. Ihr erhaltet erstmal die Uhr selbst. Die sieht tatsächlich absolut passabel aus. Und Achtung, sie ist sogar eine funktionsfähige Uhr. Ja? Ihr seht, die Uhr funktioniert. Ich drehe dieses Video gerade um 8:45 morgens. Das ist also eine funktionsfähige Uhr, die ihr im Alltag auch wunderbar tragen könnt. Die Qualität der Uhr ist völlig in Ordnung, ist halt ein Gummiarmband. Aber das ist bei meiner Smartwatch zum Beispiel genauso der Fall. Sie fühlt sich auf jeden Fall hochwertig an und nicht nach Schrott. Ihr erhaltet außerdem eine Fernbedienung, zu der ich gleich mehr sage. Auch dabei ist ein kleines Fläschchen Glycerin. Das ist die Flüssigkeit, die ihr nachher verbrennen lasst, um den Rauch erzeugen zu lassen. Sehr praktisch. Außerdem ist ein Gurt dabei, mit dem man die Fernbedienung am Arm festmachen kann und so heimlich die Uhr betätigen kann. Außerdem dabei ein USB-Ladekabel, das ist für die Uhr selbst, also für den Rauchmechanismus. Die Uhr läuft ganz normal auf eine Uhrenbatterie. Wenn die leer ist, müsst ihr die beim Uhrmacher austauschen lassen oder selber tauschen, wie auch immer. Aber dieser Rauchmechanismus wird, wie ihr hier seht, per USB geladen. Und zwar ist das, wie heißt das? Micro-USB, glaube ich. Neuere Handymodelle haben ja so einen USB-C-Anschluss. Der ist nicht gemeint, sondern es ist wie für etwas ältere Handys, die jetzt ein paar Jahre alt sind. Micro-USB. Ganz wichtig, das sagt Hanson Chan auch im Tutorial, zu dem ich gleich mehr sage. Schließt dieses USB-Kabel bitte nur an euren Laptop oder PC an. Irgendein USB-Anschluss mit niedrigem Strom, also niedrige Stromstärke und Spannung. Was ihr auf gar keinen Fall tun solltet, ist die Uhr an einer Steckdose oder an einer Powerbank aufzuladen. Der Akku ist nämlich nicht ausgelegt für diese hohe Stromstärke und Spannung. Dadurch verringert ihr die Langlebigkeit und die Akkulaufzeit und macht langfristig eure Uhr kaputt. Also tut das nicht. Jetzt haben wir uns alles angeguckt, was wir mitgeliefert bekommen haben. Was ist Schritt 2? Natürlich, wir schauen uns das Tutorial an. Das Tutorial ist wie immer bei Hanson Chan auf Chinesisch Taiwan aufgenommen, aber hat englische Untertitel. Es ist absolut verständlich und super ausführlich und vor allem auch sehr schön strukturiert. Man lernt die verschiedenen Anwendungen der Uhr, bekommt Performance-Tipps, man bekommt erklärt, wie man das E-Liquid aufträgt und ganz wichtig, man bekommt Hinweise, wie man die Uhr langlebig macht, wie man sie pflegt. Das kommt bei anderen Tutorials häufig zu kurz und da auf jeden Fall Pluspunkte. Jetzt haben wir uns das ungefähr 27 Minuten lange Tutorial angeschaut. Jetzt wollen wir die Uhr testen. Wie funktioniert das jetzt genau? Ihr schnappt euch das Fläschchen Glycerin, das mitgeliefert wird und ihr seht schon, da ist eine ganz kleine Nadel. Ihr tragt damit jetzt einen einzigen Tropfen auf euren Draht auf. Das Glycerin, das hier mitgeliefert wird, da sollte man den Rauch definitiv nicht inhalieren. Das kann zu Gesundheitsschäden führen. Ihr könnt aber jedes E-Liquid benutzen, das man auch beispielsweise zum Vapen verwendet. Da riecht der Dampf dann auch direkt besser und ihr könnt irgendein Aroma verwenden. Und das könnt ihr dann auch inhalieren, falls ihr aus welchen Gründen auch immer den Dampf, den die Uhr erzeugt, inhalieren und wieder episch ausatmen möchtet. Keine Ahnung. Und ihr habt richtig gehört, ich habe nur einen einzigen Tropfen aufgetragen. Das wird auch genauso empfohlen. Maximal 2 Tropfen, aber mehr auf gar keinen Fall. Denn ihr wollt nicht, dass Reste auf dem Draht zurückbleiben. Dazu wird im Tutorial viel gesagt, vor allem im Bereich Pflege und Langlebigkeit der Uhr. Ein Tropfen E-Liquid reicht aus, um 3 bis 4 Mal eine große Menge Rauch zu produzieren. So viel zum Liquid. Das haben wir jetzt aufgetragen. Wie produzieren wir jetzt Rauch? Da gibt es 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ihr seht, die Uhr hat hier so einen Knopf. Wenn ich diesen Knopf drücke, dann vergehen 3, 2, 1 Sekunden und jetzt zeitverzögert produziert die Uhr 4 Sekunden lang Rauch. Diese Zeitversetzung hilft uns dabei, dass der Zuschauer keine Verbindung sieht dazwischen, dass wir jetzt an der Uhr waren und das Rauch entsteht. Außerdem bekommt ihr diese Fernbedienung, die wiederum anders funktioniert. Bei der Fernbedienung ist es nämlich so, wir haben hier einen Taster. Und solange wir den Taster gedrückt halten, produziert die Uhr Rauch. Wir sollten auf gar keinen Fall länger als 4-5 Sekunden diese Taste gedrückt halten, denn sonst kann der Draht verglühen. Auch das wird im Tutorial genauer erklärt. Also nicht 10-20 Sekunden lang gedrückt halten, sondern immer nur so 4-5 Sekunden maximal. Ich demonstriere das einmal. Ich drücke jetzt den Taster und genau in Echtzeit produziert die Uhr Rauch. Und sobald ich ihn loslasse, hört die Uhr auf,
Rauch zu produzieren. Diese Fernbedienung könnt ihr jetzt natürlich einfach einem Kumpel geben, der immer im richtigen Moment den Knopf drückt. Ihr könnt sie aber auch mit dem Gurt an eurem Oberarm befestigen und dann die Fernbedienung so an eure Rippen drücken. Und in dem Moment, in dem ihr hier drückt, entsteht Rauch. Das finde ich persönlich aber etwas unschön, weil der Zuschauer meiner Meinung nach trotzdem Bewegung sieht im Oberkörper. Hier tut sich was. Ich möchte das aber komplett trennen. Deswegen würde ich euch Folgendes empfehlen. Ich persönlich lege die Fernbedienung immer in meine Socke rein. Der Taster ist so ausgelegt, dass selbst wenn ihr dann Schuhe darüber zieht, dass nicht dauerhaft der Knopf gedrückt wird. Wenn ihr dann eure Hacken zusammendrückt, dann entsteht Rauch. So lange, wie ihr eure Hacken zusammendrückt. Vor allem, wenn ihr sitzt, so wie ich jetzt hier am Tisch, ist das Killer. Eure Beine sind unterm Tisch. Der Zuschauer sieht keine Bewegung bei euch und plötzlich entsteht Rauch. Kann es euch gerne einmal zeigen. Keine Bewegung und Rauch. Coole Sache, oder? Ist schon nice. Jetzt habt ihr einen Gesamtüberblick. Was bekommt ihr? Wie funktioniert es? Und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt der wichtige Part, nämlich meine Review dazu. Was ist mir aufgefallen, als ich mit der Uhr so herumprobiert habe? Was habe ich an Kritik daran? Was für Plus- und was für Minuspunkte? Erstmal ein paar Minuspunkte. Bevor ihr jetzt glaubt, ich preise das in den Himmel und finde es perfekt. Nein, ich finde die Uhr nicht perfekt. Erstens, die Menge an Rauch, die produziert wird, ist im Vergleich zu anderen Rauchgimmicks natürlich relativ klein. Im Close-Up-Bereich ist das absolut ausreichend. Ja, aus der Nähe sieht man das gut, ihr jetzt in der Kamera habt das sehr gut gesehen. Die Münze ist in einer riesigen Rauchschwade verschwunden. Das sah schon cool aus. Dementsprechend ist es im Close-Up-Bereich auch mega praktisch, dass es eine Uhr ist. Aber wer auf der Bühne zaubert und zum Beispiel vor 200 Leuten möchte, dass auch ganz hinten im Saal man sieht, dass da gerade Rauch entsteht, für den ist die Mistwatch auf jeden Fall nicht geeignet. Die Menge an Rauch reicht nicht ansatzweise aus für die Bühne. Kritikpunkt Nummer 2, die Uhr macht Geräusche. Ihr hört richtig, ich meine erstmal auch die Uhr. Das Ticken der Uhr, das Ticken des Sekundenzeigers ist mega laut. So kenne ich das nur, als ich früher als Kind bei meiner Oma war und die hatte so eine richtig große Wanduhr im Wohnzimmer. Wenn ich bei Oma übernachtet habe auf der Couch, konnte ich manchmal nicht schlafen, weil ich habe nur gehört, Glück, Glück. So gefühlt tickt diese Uhr wie eine Wanduhr. Ich habe noch nie so eine laute Armbanduhr gehört. Krass. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht hören, wenn ich die Uhr ans Mikrofon halte. Und abgesehen davon, außerdem macht natürlich, weil es ja ein Ventilator ist, der diesen Rauch rauspustet, auch die Rauchproduktion Geräusche. Ihr kriegt im Tutorial zwar erklärt, wie ihr diese Geräusche minimieren könnt durch gute Pflege der Uhr, aber trotzdem wird man natürlich immer etwas davon hören, das ist bei jedem Rauchgimmick. In einer normalen Close-Up-Situation, wenn ihr gebucht seid zum Table-Hopping im Restaurant oder in einer Bar oder wenn ihr auch privat für eure Freunde zaubert, immer dann, wenn Menschen in der Umgebung sind, ist das kein Problem. Das Hintergrundrauschen von vielen Menschen, die durcheinander labern, reicht völlig aus, um den Sound zu überdecken. Und auch wenn ihr das auf der Bühne verwenden möchtet, selbst wenn relativ wenig Rauch entsteht, wie wir jetzt schon festgestellt haben, dann ist das, solange ihr genug Distanz zum Publikum habt, auch überhaupt kein Problem. Vor allem ist es ja in der Bühnenshow dann oft so, dass in solchen Momenten vielleicht Musik läuft. Das ist kein Problem. Nur, wenn ihr komplett in einem stillen Raum seid. Ihr seid mit einer anderen Person in einem Raum und wollt ihr was zeigen und dabei diese Mistwatch verwenden, um Rauch zu produzieren, dann müsst ihr auf jeden Fall versuchen, es mit eurer Stimme zu überdecken, denn ansonsten hört euer Zuschauer das hier. Ich hoffe, man hört das im Mikrofon. Ja, also die Uhr macht auf jeden Fall Geräusche. Dritter Minuspunkt, ich bin jetzt zwar nicht der Berg von Game of Thrones, ich habe jetzt nicht Unterarme wie Oberschenkel, aber aufgrund meines krass intensiven Krafttrainings und realistischererweise natürlich eher durch meinen hohen Körperfettanteil, sind meine Unterarme auf jeden Fall weit dicker als der Durchschnitt. Also ich habe schon so derbe Männerunterarme. Ich kann das Gimmick gerade so verstecken unter der Schlaufe der Uhr, aber auch nur, wenn ich sie richtig eng trage. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das ist schon sehr eng an meinem Unterarm. Normalerweise würde ich ein oder zwei Stellen weiter vorher... Ja, dann wird die Uhr nämlich angenehm. Oh, Gott sei Dank, jetzt spüre ich sie nicht mehr so eklig. Jetzt kann ich das Gimmick nicht mehr verstecken. Seht ihr das? Ich kriege die Schlaufe dann nicht mehr richtig zu. Sie löst sich und das Gimmick wäre dann immer offen für alle zu sehen. Das bedeutet, jeder von euch, der auch nur ansatzweise etwas dickere Unterarme hat als ich, wird dieses Problem haben. Wenn man auf der Tutorial-Seite zur Mistwatch etwas runterscrollt, dann sieht man dort ein Troubleshooting-Video zu genau diesem Problem. Was, wenn ihr zu dicke Unterarme habt? Es wird dort eine Lösung vorgeschlagen, die löst das Problem. Man sieht dann auch nicht das Gimmick, aber ihr müsst da an der Uhr etwas rumschneiden und das Gimmick landet direkt an eurer Haut. Das bedeutet, es könnte jetzt ziemlich unangenehm werden, weil das Gimmick ja Hitze produziert. Logisch. Deswegen
Deswegen, so ganz optimal ist diese Lösung nicht. Also, für Leute, die etwas dickere Unterarme haben, ist das auf jeden Fall eher ein Problem. Das ist bei Hanson Chen Produkten schon öfter aufgefallen. Er produziert die in Taiwan in super toller Qualität, aber nimmt natürlich vor allem den asiatischen Standard, den asiatischen Durchschnittsarm, Durchschnittsfinger, wie auch immer. Und wir sind hier in Europa einfach durchschnittlich dicker und kräftiger gebaut. Das ist an der Stelle leider ein Problem. Problem Nummer 4, es handelt sich hier im Prinzip um eine Rechtshänderuhr. Was meine ich damit? Ich als Rechtshänder trage die Uhr traditionellerweise ja links. Jetzt ist das Gimmick so ausgerichtet, dass der Rauch in Richtung meiner Hände produziert wird. Wenn ich jetzt aber so wie ein Viertel der Menschheit Linkshänder bin, dann trage ich die Uhr ja auf dem rechten Handgelenk und der Rauch wird in Richtung meines Arms produziert und nicht in Richtung meiner Hände. Ich habe hier also eine Münze, will sie verschwinden lassen und hier ist plötzlich Rauch und hier ist die Münze weg. Hä? Auch da, wenn man noch weiter runter scrollt auf der Tutorial-Seite, findet man eine Lösung für das Problem. In dem Fall ist die Lösung aber recht simpel und funktioniert wunderbar. Ich habe das auch schon probiert. Das geht ohne Probleme. Trotzdem möchte ich das einfach mal ansprechen als kleiner Kritikpunkt in dieser Review. Nicht jeder kann die Mistwatch kaufen und direkt so für sich verwenden. Manche müssen sie anpassen, weil sie dicke Unterarme haben, weil sie Linkshänder sind. Und Punkt Nummer 5, den ich ansprechen wollte. Es handelt sich nun mal um eine Uhr. Das bietet Vor- und Nachteile. Nachteil ist, wenn ihr den Rauch irgendwo anders als zwischen euren Händen produzieren wollt, sei es irgendwo auf der Bühne und ihr seid einen Meter oder zwei Meter entfernt oder sogar an eurer Brust, an eurem Bauch, an eurem Kopf, wie auch immer, dann müsstet ihr mit der Mistwatch kreativ werden, um sie irgendwie anzubringen, ohne dass man sie sieht. Denn warum zur Hölle solltet ihr da jetzt eine Uhr haben? Ihr habt ja keine Uhr an eurem Oberschenkel, wisst ihr, was ich meine? Außerdem produziert sie ja, wie gesagt, vergleichsweise wenig Rauch. Also um sie versteckt irgendwo auf der Bühne zu platzieren, damit sie dann Rauch produziert, während dort irgendwas passiert, dafür ist sie halt nicht gemacht. Der Vorteil daran, dass es eine Uhr ist, und das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, hört mir jetzt bitte gut zu. Erstens, dadurch, dass es eine Uhr ist, habe ich mein Rauchgimmick immer bei mir im Alltag automatisch und zweitens, sie ist dadurch Teil meines Outfits, egal was ich trage. Ich muss nicht mein Bühnenkostüm tragen, wo ich extra zum Schneider gegangen bin, das für mich anfertigen lassen habe, dass dort eine zweite Tasche im Ärmel ist, wo dann das Rauchgimmick reinkommt und einen Klettverschluss reinnähen lassen habe für die Fernbedienung, damit ich sie so betätigen kann. Nein, all das fällt weg und wer mich schon seit längerer Zeit verfolgt, weiß, ich bin ein großer Fan von der Idee und arbeite gerade mit meinem Geschäftspartner Haido zusammen an einer neuen Marke namens Somnium Clothing, wo wir eben genau diesen Punkt aufgreifen wollen. Alles an Zaubertricks, wo die Kleidung hilft, funktioniert bisher nur über das Bühnenkostüm, das man ja nur auf der Bühne trägt, weil es ja auch teuer ist. Wir werden voraussichtlich im Sommer, das ist nun schon meine Orientierung, endlich Somnium Clothing launchen können. Erstmal ganz klein, in einem kleinen Rahmen, keine ganze Kollektion mit 10 verschiedenen Klamotten, sondern erstmal eine ganz, ganz, ganz kleine Auswahl, einfach um das schon mal zu testen, wie kommt das so bei euch an. Wir wollen Alltagskleidung für Zauberer produzieren, die euch bei euren Zaubertricks hilft, ohne dass ihr immer euer Bühnenkostüm tragen müsst. Und genau diesen Gedanken verfolgt die Mistwatch und das finde ich super. Ich trage meine Uhr und ich bin jederzeit performancebereit. Mein Fazit, fassen wir das Ganze mal zusammen. Wer auf der Bühne viel Rauch produzieren will, in einer eindrucksvollen Rauchschwade erscheinen möchte und das unabhängig von seinem Körper, der ist bei der Mistwatch an der falschen Adresse. Wer allerdings im Close-Up-Bereich zaubert, wer Worker ist, viel gebucht wird für Firmenfeier, Hochzeiten, Messen und so weiter, wer viel Close-Up arbeitet und es einfach etwas verschönern möchte, wenn er Dinge in seinen Händen verschwinden lässt, verwandelt, erscheinen lässt, wie auch immer. Und das vor allem direkt vor den Augen der Zuschauer, weil dann die Rauchmenge ausreicht. Für den ist die Mistwatch genau richtig. Es ist eine hochwertige Uhr, eine sehr komfortable Bedienung, ein ausführliches Tutorial mit vielen tollen Tipps und immer dabei auch im Alltag. Die Mistwatch bekommt von mir 7,5 von 10 Punkten. Ja, ich habe mein Ranking jetzt etwas angepasst, weil viele von euch verwirrt waren, da ich bisher mein Gimmick Reviews immer das deutsche Schulnotensystem benutzt habe. Also, klare Kaufempfehlung von mir. Ja, es gibt ein paar Minuspunkte, es ist nicht perfekt, aber ich sage euch, von einigen Gimmicks solltet ihr auf jeden Fall die Finger lassen. Vor allem, wenn ihr auf Wish irgendwas für 3 Euro kauft, was eigentlich 50 kostet. Hier könnt ihr euch mein letztes Wish-Video anschauen, in dem ich Schrottgimmicks aus China bestellt habe und getestet habe. Sind die ihr Geld wert? Lohnt es sich, hier irgendwas Teures für nur 3 Euro zu kaufen? Oder eher nicht.